Was geht ab, Mann und Sie-Fighter? Osara hier mit einem kurzen Video, denn es gibt gute Neuigkeiten, neue Neuigkeiten. Heute Nacht, glaube ich, war das der Fall, gab es einen Global Data Download. Dies heißt, es wurden neue Daten ins Spiel hinzugefügt und dies wiederum heißt, es kommen weitere Potara-Medaillen durch die Supreme Kai-Missionen. Das ist in den Daten auf DBZ Space, deswegen big Shoutout an DBZ Space. Zuallererst, wann kommt das Ganze? Wir haben auch schon ein Datum und wir haben damals richtig spekuliert, Leute, zu Part 2 des Happy New Year Events. Am 18.01. 7.30 Uhr unserer Zeit kommen weitere Supreme Kai Missionen und damit weitere Potara Medaillen für das Awakening von Vegito. Nun, es werden insgesamt, ich habe das hier hochgerechnet, weitere 31 Potara-Medaillen kommen. Ihr seht die ganze Mission hier. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, dann könnt ihr das Ganze in Ruhe nachschauen. Dies heißt, wir können den SR Vegito nach dem 18. bzw. am 18. um 37 auf seine Transcendent Ultra-Version bringen. Dafür brauchen wir 30 Medaillen. Bis dato im Spiel sind jedoch nur noch 21 Medaillen. Das sind die hier. Und ihr seht schon, es kommen ab dem 18. wirklich sehr viele Missionen, Supreme Kai Missionen. Also sowohl Supreme Kai Stones werden viele kommen, als auch die Potara Medaillen. Und ihr seht schon, das Ganze geht dann bis zu Stage, das ist das aktuellste von den Potara Medaillen, bis Stage 21.2. Also da kommt wirklich sehr viel auf uns zu. 21 sind im Spiel, 31 weitere kommen, heißt wir kommen auf 52. Mit den 52 können wir dann 30 benutzen, um den Vegito SSR auf Transcendent Ultraware zu bringen. Heißt, wir haben einen Überschuss von 22 Medaillen. 22 ist wirklich eine komische Zahl. Was man mit den restlichen 22 Medaillen machen kann, ist schwierig. Natürlich könnte ich mir vorstellen, dass man die 22 Medaillen für seine LR-Version dann benutzen könnte, benutzen muss. Nicht nur 22, denn ihr seht schon, es geht nur bis Stage 21, da werden noch weitere hinzukommen. Entweder wird das dann so sein quasi, dass man 22 Medaillen von... 22 ist eine komische Zahl. 21 wäre total in Ordnung, weil 21 gibt es zum Beispiel für LMH und Vegeta. Da braucht man 21 von dem Drucker, von dem. Aber 22 ist komisch. Ich denke, da werden wirklich weitere noch hinzukommen. Aber ich glaube nicht, dass man für die LR-Version dann nur die Potara-Medaillen braucht. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es dann quasi... Dass wir auf eine Zahl kommen, wo es für Vegito, für LR, für den LR-Shops logisch wäre, beispielsweise 77, nur 77 Potara-Medaillen wären zu wenig. Ich denke, da werden Potara-Medaillen und andere Medaillen ins Spiel kommen. Aber dazu ist noch gar nichts, Leute, das ist nur keine Spekulation von mir. Was ihr fest wissen, wollte ich euch wissen lassen. Es kommen weitere Potara-Medaillen, weitere Supreme Kai Stones, weitere Supreme Kai Missionen ab dem 18. Januar zum Part 2 des Neujahres-Event quasi. Also haben wir da damals richtig spekuliert. Somit ist ja alles Bescheid. So, dies wiederum heißt dann, am 18. Januar wird dieser Vegito erhältlich sein. Wir können den Awaken zu seiner TOR-Version. Das ist die TOR-Version, Transcendent Ultra-Version. Dafür werden wir 30 Medaillen brauchen, wie gesagt. Und 22 werden wir noch quasi durch die Mission holen können. Oder ist denn dann Überschuss? Anyways, Leute, das waren alle Informationen, wollte ich kurz für euch rüberbringen. Ich hoffe, das Video hat euch demnach gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace.